Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. So, wir sind mittlerweile im Herbst, das heißt in der Sturmsaison angekommen. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mal die letzte Folge aufgenommen habe. Und genau, wir schauen einfach mal, was wir jetzt so machen können. Ich muss mal kurz ein bisschen leiser stellen hier, so. Genau, ich habe wie gesagt ja, reichlich weitergespielt in der Zeit. Jetzt nicht mega viel, aber zumindest immer mal wieder, so alle paar Tage. Und ja, habe mir mittlerweile auch ein ganz gutes ja, Fahrzeugaufgebot, sag ich mal, angeeignet. Zum Beispiel angefangen mit dem Dodge Charger, der mir hier ganz gut gefällt. Der Aston Martin ist sehr, sehr cool. Auch zum Fahren meine ich jetzt speziell. Genau, ansonsten, den habe ich noch bekommen. Den werde ich auf jeden Fall nochmal tunen. Obwohl, der ist, glaube ich, schon getuned. Muss ich nochmal gucken. Den Demon habe ich mir mal geholt, die Vibe habe ich mir mal geholt. Ja, so ein paar vorseitischen Autos habe ich auch bekommen. Das sind dann Autos, die so eine bestimmte Fähigkeit haben. Hier zum Beispiel Zerstörungsfähigkeiten kriegen einen Boost. Driftfähigkeiten kriegen einen Boost. Also da kriegt man dann doppelte Punkte oder so ähnlich. Also all solche Sachen. Und ja, grundweg oder durch und durch habe ich ja alle möglichen Sachen irgendwie mal bekommen. Hier zum Beispiel so ein Königseck habe ich irgendwie bekommen. Ja, also Kram. Und wir gucken heute einfach mal, was wir so machen können. Gehen wir erstmal auf die Hauptmap und ja, schauen, was noch übrig ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir die verschiedenen Sachen so langsam abschließen. Also die Sachen, die wir als Tickets quasi tatsächlich auch abschließen können. Also ihr seht, wir haben jetzt hier ganz viele kleine Sachen, die wir machen können und so weiter. Aber wir haben ja auch immer die Hauptaufgaben. Und das sind dann diese hier. Das letzte Puzzlestück. Willst du es übernehmen oder soll ich? Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Ich würde sagen, machen wir doch mal das hier. Sichere dir den Segen von El Campeon. Oder wie man den auch immer ausspricht. Voll, oder? Horizon hat mexikanisches Outdoor-Wrestling und ich sitze hier in der Zentrale fest. Ich füge es deinem Kalender hinzu. Oh, bisschen rutschig. Ah, ich muss hier noch den Streamer-Modus einstellen. Es ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr direkt gemacht habe. So, gucken wir mal. Also es wurde gerade schon angezeigt, wo das grob ist. Da oben. Okay, es ist wieder so eine Story eigentlich. Okay. Ja, die Stories habe ich jetzt auch nicht weitergespielt, muss ich sagen. Ich werde aber, glaube ich, sie auch nicht alle onscreen weiterspielen. Ich gehe mal ganz kurz in ein anderes Auto. Ich habe da schon eins im Kopf, was mir sehr gut gefällt. Der GTR. Der Nissan GTR, das ist echt... Also ist natürlich ein geiles Auto, so oder so. Aber ich finde den auch sehr... Also der hatte auch hier wieder einen richtig geilen Sound einfach. Und der hat einfach so ein bisschen... Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so ein... So ein überkrasses Auto in dem Sinne, wie jetzt vielleicht ein Königseck oder so. Aber mit dem macht es einfach Bock zu fahren. Hört sich gut an, hat ein bisschen Wumms hinter, sieht gut aus, alles was man braucht. Genau, da gucken wir einfach mal, wie das so aussieht. Ich werde, wie gesagt, nicht unbedingt alle, wie sagt man, alle Stories spielen. Ich werde jetzt versuchen, ja, teilweise auch, ja, zu schauen, dass ich jetzt gegen Ende, ja, oder dass ich gegen Ende des Let's Plays wahrscheinlich auch komme. Weil ich schätze mal, so habe ich das jetzt zumindest so grob im Kopf, dass ich zumindest bis Ende des Jahres damit fertig sein sollte. Na, hier, das nehmen wir nochmal kurz mit. Ja, und warum mache ich das? Das ist eigentlich relativ einfach, weil es nimmt natürlich immer viel, viel Zeit in Anspruch. Ich habe jetzt die meisten Folgen, die ihr gesehen habt, bis hierhin. Ja, mit ein, zwei Ausnahmen, fast alle in meinem Urlaub aufgenommen. Und in der Zeit, wenn ich keinen Urlaub habe, ist es halt extrem schwierig, wirklich mal ein bisschen Zeit einzuplanen und Sachen aufzunehmen. Und ja, das ist dann immer ein bisschen schade. Ich werde es natürlich immer wieder versuchen. Sieht man ja auch an Battlefield, das kam jetzt raus, während der Urlaub schon vorbei war. Und solche Sachen. Genau, alles Kleinigkeiten, aber... deswegen will ich das erstmal soweit durchhaben und möchte mir aber natürlich auch das Spiel selber nicht verwehren und eben alle Möglichkeiten ausreizen und sie aber möglichst auch nicht
sag ich mal, für euch verpassen lassen, wenn das Sinn ergibt. Okay, dann schauen wir einfach mal. Das ist El Campeón Misterioso, eine Legende bei Lucha de Carreteras. El Campeón, darf ich dir den Superstar vorstellen, von dem ich erzählt habe? Ihole, das lief ja gut. Hä? Was? Das heißt, El Campeón wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Okay. Du musst das Tempo hochhalten. Lucha de Carreteras geht um Geschicklichkeit, Tempo und Präzision. Ich krieg das hin. Okay. Ja, diese Aufgaben sind eigentlich immer ganz cool. Lucha Libre ist das weltberühmte mexikanische Wrestling und Lucha de Carreteras ist die neueste Evolutionsstufe von Lucha und Rennsport. Wir brauchen also El Campeons Unterstützung für das Festival. Weil das ein bisschen neben dieses, oder neben diesem komm einfach schnell an, nochmal so eine extra Herausforderung ist. Was ich cool finde, ist, dass sie die Logik ein bisschen geändert haben. Wenn ich jetzt quasi unter diese Anforderung komme, dann geht nicht ein Timer von 10 Sekunden runter und dann immer wieder von 10, sondern der geht von 60 Sekunden runter und bleibt dann aber eben auch. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Änderung, die es natürlich in gewisser Weise schwieriger macht, aber eben auch ja, herausfordernder. Ist ja auch. Mexiko verehrt seine Lucha Libre. Will man ja eigentlich auch. Deshalb brauchen wir unbedingt El Campeons Segen für Lucha de Carreteras. Also, tritt richtig aufs Gaspedal. Ja, viel mehr kann ich hier leider auch nicht rausholen. Ich habe auch keinen siebten Gang. So, 14, 17 Sekunden haben wir noch. Schauen, ob wir Gold bekommen. Eigentlich kann man da jetzt auch nicht viel falsch oder richtig machen. Oh, wobei. Shit. Ah, 2-3 Sekunden. Naja. Gut gemacht. Campeón ist bereit, dich zu unterrichten. Felicidades. Ja gut, muss ja nicht sein. Werde ich nochmal irgendwann nachholen. Oje, El Campeón erwartet dich zu seiner Trainingseinheit. Wir treffen uns hier. Achso, ja gut, jetzt wird natürlich die Story weitergeführt. Okay, klar. Gut, wie gesagt, hier gibt es noch ein paar andere Sachen, die man halt machen kann. Das hier zum Beispiel, das, ja, könnten wir jetzt weiterführen. Hier gibt es noch weitere Sachen. Es gibt relativ viele von diesen kleinen Aufgaben, was eigentlich auch ganz cool ist. Die auch alle unterschiedlich sind. Wir haben ja hier auch diese Stunt-Geschichte noch, VW-Geschichte und so weiter, aber das machen wir, glaube ich, erstmal alles nicht. Wir können stattdessen tatsächlich mal das Ding hier machen. Den Kolossus. Ja, gut, brauche ich gar nicht Wegmarkierung zu machen, ich bin ja direkt da. Egal. Weil dann haben wir das nämlich auch mal abgeschlossen, wobei ich gucke gerade mal, das ist ja auch Teil von dem hier. Also ich weiß nicht, warum das schon freigeschaltet ist, warum ich den schon sehe. Ich frag mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, die einen Horizon Colossus gegen dich fahren würden. Hey, mi amiga! Das war's, Horizon Apex ist erledigt. Den Bau meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. Okay, das ist über eine Meisterschaft. Hey, mir. Nee, warte mal, das ist jetzt. Nee, warte Amiga, mal. Ab in die Werkstatt. Haley hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Kannst kaum erwarten zu sehen, wie du das Ding bezwingst. Warte, ein bisschen. Also, das gibt's. Warte mal, das gibt's jetzt als Saisonmeisterschaft. Also das muss ich mal ganz kurz prüfen hier. Warte mal, warum war das denn? Ne, hier.
Hier sehe ich das aber nirgendwo. Okay, ich bin gerade massiv verwirrt. Saisonveranstaltung. Ich habe das Gefühl, das ist halt was anderes. Wir machen den normalen Kolossus so. Genau, ich bleibe mal bei dem. Teilweise kann der ein bisschen rutschen. Deswegen könnte sein, dass ich das nicht gewinne. Ich habe nämlich hier und da mal so ein paar Probleme gehabt mit dem. Aber weil er sich so gut fährt, habe ich Bock drauf. Selbst wenn die anderen Autos wahrscheinlich auf dem Level ein bisschen besser sind als meins. Mir wurde gesagt, dass das größte Straßenrennen bei Horizon El Colosso heißt. Aber wir wissen beide, was es wirklich ist. Deine Chance, dich zu beweisen. Bereit? So, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir halt natürlich relativ starke Gegner. Ich glaube, wir können S2 Auto fahren. Aber das Rennen ist halt auch entsprechend lang. Ist ja immer. Das sind so diese. Ja, größten Rennen, die man hier quasi fahren kann. Zumindest auf offiziellem Wege, sag ich jetzt mal. Ja, Kolossus und ich weiß gar nicht, wie die anderen gerade noch heißen. Aber die machen halt auch richtig Bock. Nur muss man halt ein bisschen Zeit auf jeden Fall mitnehmen. Aber haben wir ja. Ich glaube, gerade wenn man sowas jetzt mit einem. Mit einem langsameren Auto oder mit einem, ich sag jetzt mal, alltagstauglicherem Auto fahren würde, dann kann das, glaube ich, schon sich sehr lange die. Also schon sehr lange ziehen. Aber sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Also hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt hier auf dem zweiten bin. Hätte eher gedacht, dass ich so irgendwo im Mittelfeld bin und dass die anderen deutlicher da. Vorsprung schon aufgebaut hätten. Aber umso besser. Oh. Ich habe ja letzte Folge, oder ich weiß nicht, ob es letzte Folge war, vielleicht war es auch vorletzte Folge. Hatte ich ja irgendwann mal gefragt, was so eure Meinung zu der Trilogy von GTA ist. Und die ist jetzt rausgekommen. Also nicht jetzt, wenn ihr das Video seht, aber jetzt, wo ich die Aufnahme mache. Und ja, die Meinungen sind eigentlich relativ klar. Klar im Negativen. Was ich extrem schade finde. Also, das Spiel ist halt leider auch so. Also, ist jetzt nicht so, dass die negativen Meinungen alle nur irgendwas zu meckern hätten, was irgendwie unwichtig wäre oder so. Sondern es ist tatsächlich einfach, ja, kein gutes Spiel. Kein gutes Aushängeschild für Rockstar Games. Und ja, ich bin, ja, auf jeden Fall so ein bisschen, find's sehr schade, dass das so, ja, wie sagt man, dass das so ein Schicksal erleiden muss. Weil es dann einfach, es hätte halt was richtig Gutes werden können. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass du eben, ja, drei der größten Spiele, die es eigentlich jemals gegeben hat, so in einem Bundle bekommst, noch mit schöner Grafik, neuerer Technik und Steuerung, die einfach mal auch modern ist und so. Und das, was dann einfach quasi komplett gegen die Wand gefahren wird, ist natürlich, ja, umso beschissener für alle eigentlich. Also, da wird ja niemand mit zufrieden sein. Weder die Entwickler noch Rockstar als Publisher, weil die haben das auch nicht selber entwickelt. Die Spieler. Also, es wird halt jeden unzufrieden stimmen. Sie haben zwar schon ein Statement rausgehauen, dass es, ja, dass sie das irgendwie optimieren wollen. Dass auch Leute, die das Spiel gekauft haben, jetzt die alten Spiele kostenlos bekommen und irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht genau. Aber ich glaube nicht daran, dass das jetzt eine krasse Änderung sein wird später. Ich glaube, es wird auf jeden Fall so ein paar technische Änderungen geben, ja. Aber das Spiel hat ja teilweise so viele Probleme eigentlich, dass man also theoretisch komplett von vorne anfangen müsste. Weil einfach auch der Stil und so weiter, das passt halt irgendwie nicht so ganz. Und da ist halt die Frage, ob man da jetzt
weiß ich nicht, mit ein paar technischen Änderungen, selbst wenn sie ein ganzes Jahr dauern würden, ob man da so viel ändern kann, dass sich quasi das Spiel komplett wandelt. Das weiß ich natürlich nicht. Ich bin da kein Experte, aber bin mal gespannt. Also die Entscheidung, das, sag ich mal, zurückzurudern, ist auf jeden Fall richtig. Aber man hätte es von Anfang an nicht in den Zustand releasen sollen und ja, eigentlich sollte man sich von sowas wie, oder von so Leuten wie bei Rockstar, sollte man eigentlich erwarten, dass sie diese, ja, wie sagt man, dass sie da ein bisschen qualitätsbewusster auch sind oder mit umgehen und dass sie eben sowas nicht releasen, wenn sie der Meinung sind, dass es halt schlecht ist. Wahrscheinlich waren sie in dem Moment gar nicht der Meinung, dass es schlecht ist, sondern das ist einfach als Reaktion auf die Meinung, die jetzt ja, durch die Kunden kam, quasi hervorgerufen wurde. Das gibt es ja auch häufig, dass man sich quasi erstmal so anhört, okay, was ist eigentlich so die Meinung? Wir veröffentlichen das Ganze erstmal. Und dann schauen wir einfach mal, wenn die Meinung schlecht ist, dann ja, dann sagt man, dann ziehen wir das Ganze halt zurück und wollen das Ganze optimieren oder wie auch immer. Aber mal schauen. Ja, ist ja schade, aber aktuell halte ich eh nicht so wahnsinnig viel von Rockstar. Was natürlich dem ganzen GTA Online-Fiasko eigentlich so ein bisschen geschuldet ist, weil meiner Meinung nach, also die Idee ist halt gut, GTA einfach aufs Online, ja, in den Online-Modus zu bringen. Aber ich finde einfach auch die Umsetzung und auch ganz viel daran ist einfach nicht meins. Ja, und das ist halt natürlich schade und das lässt halt alle Leute, die mal wieder Bock auf ein Singleplayer-GTA hätten, auf ein richtig gutes, lässt das natürlich so ein bisschen im Regen stehen, weil so schnell werden wir halt nichts Neues davon erfahren. Und dann jetzt auch noch mit dem schlechten Release von einem Remake? Remaster? Nee, ich weiß gar nicht. Ist ja im Grunde ein Remake, glaube ich. Kommen wir mit den Begrifflichkeiten ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall. Mit der neuen Trilogie quasi. Das hilft dem Ganzen halt nicht, ne? Und obwohl sie ja sowieso auch schon sich keine, ich sag mal, so ein bisschen Freunde damit gemacht haben, aber nicht durchweg. Mit der Idee, dass sie quasi die alten Spiele einfach nochmal neu veröffentlichen. Und die alten Spiele damit, sag ich mal, aus den Regalen verschwinden lassen. Aus dem Digitalen, das ist natürlich, hilft dem Ganzen halt nicht. Und wenn das dann auch noch schlecht ankommt und ja, schlecht aufbereitet wurde und so, ist das halt einfach, wirft das kein gutes Licht auf die. Aber naja, also man wird sehen, ich habe es eh nicht gekauft, werde es auch nicht kaufen. Ich habe die alten Spiele alle und ja, keine Ahnung. Wird schon irgendwie eine ganz interessante Sache werden. Ich finde interessant, dass die hier alle auf einem Fleck sind und alle bei mir sind. Also es ist gar nicht so sehr, dass man jetzt wahnsinnig viel Vorsprung aufgebaut hat und so. Ich war ja eh die meiste Zeit hinter dem ersten. Oh. Ja, ich komme noch ein bisschen häufig gegen die Wände. Aber man sieht ja, die sind alle hier eng beieinander. Und wir haben jetzt erst 50%, genau das meine ich nämlich, also man muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen. Aber hier durch diese Schlängelstraßen, da ist meine Karre jetzt auch nicht unbedingt bestens für geeignet. Auf jeden Fall, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich so die Führung verliere. Und der eine jetzt, also der da vorne ist, jetzt doch relativ gut Abstand aufgeholt hat. Oh, okay, das mache ich besser. Okay, viel besser war es jetzt nicht, aber egal.
Jetzt bin ich schon Vierter, Alter. So, erstmal die Leute ein bisschen abdrängen. So, da bin ich wieder. Worauf ich auch gespannt bin, ich habe mir dazu noch nichts angeguckt, sind die Remakes von den Pokémon-Spielen. Da gab es jetzt ja die schon vor, ich weiß gar nicht, vor einer Weile das Announcement, dass Diamant und Perl quasi ein Remake bekommen. Oder ein Redesign oder was auch immer. Quasi eine Auffrischung. Und da war ich auch sehr skeptisch auf jeden Fall. Also vom Look and Feel gefällt mir das auch überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin aber jetzt einfach mal gespannt, wie so die Meinungen an sich sind. Weil das war eigentlich so eine Edition, die mir sehr, sehr gut gefallen hat damals. Und die ich auch so zu der Zeit gespielt habe, wo ich noch selber so in der 7., 8. Klasse irgendwie war. Und das doch irgendwie wieder ein Thema geworden ist. Also man hat die alten Spiele natürlich sowieso alle gespielt. Wobei ich die dritte Generation nie gespielt habe. Aber da ist es natürlich auch so, da hatte ich dann nochmal richtig Bock drauf. Und viele Leute aus meiner Klasse und Schule dann eben auch. Und deswegen habe ich da eigentlich eine ganz gute Erinnerung dran. An die Edition. Aber wie gesagt, das, was sie mit der Edition bisher gemacht haben, was man gesehen hat, gefällt mir nicht so gut. Aber da bin ich auch mal gespannt, wenn ich mir da jetzt mal ein bisschen was angucke zu. Ja, wie das aussieht, wie auch die Meinungen dazu sind, ob das jetzt schlecht ankommt oder gut ankommt. Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich eher gut ankommen wird, so insgesamt, in der regulären Meinung. Aber das ist nicht unbedingt für, ich sag jetzt mal, Hardcore-Fans oder so, eine super zufriedenstellende Umsetzung ist. Beziehungsweise, dass man hätte mehr machen können. Aber, ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die anderen Spiele jetzt hier, Legend of Arceus oder wie das heißt, habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Das sieht einfach echt nicht gut aus, meiner Meinung nach. Also da kommt einfach, weiß ich nicht, nicht viel Gutes aktuell bei rum bei den ganzen Pokémon-Spielen. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Aber, naja, so ist das halt. Ich glaube, man befindet sich aktuell gerade in so einer Phase, wo man sich nicht so ganz sicher ist, was macht man mit den ganzen Spielen. Zum einen verkauft es sich ja so, auch wohl. Aber zum anderen haben die eben auch mit Pokémon Go und Unite haben die jetzt natürlich auch ganz andere Businessmodelle vielleicht gefunden für sich. Sodass sie eben gar nicht es nötig haben, ständig neue Hauptspiele rauszubringen. So ein bisschen wie mit Rockstar Games jetzt auch. Oder was heißt jetzt? Also es ist ja schon sehr lange so. Man vergisst so ein bisschen die Zeit, wie lange sowas schon läuft, aber genau. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen, glaube ich. Also ich werde vermutlich nicht Erster werden. Was aber nicht so schlimm ist, denke ich. Wir haben jetzt noch nicht die Saison Meisterschaft gemacht, sondern den normalen, regulären, das reguläre Spiel. Aber dieses Auto ist, ja, das habe ich auch schon von Anfang an vermutet. Also es ist nicht perfekt dafür ausgelegt, weil es halt die S2-Klasse ist und dafür aber finde ich rein handlingseitig und so ein bisschen, ja, sieht man hier auch, ich komme einfach nicht um die Kurve, außer wenn ich irgendwie versuche zu driften, und das bei den Geschwindigkeiten finde ich halt immer schwierig, deswegen fahren die mir davon, aber macht auch nichts. Ich meine, gut, ist noch nichts verloren, aber ich glaube, es wird schwierig. Wäre geil, wenn die sich selber da vorne ein bisschen battlen würden und beide Probleme hätten dadurch. Aber ich glaube, das wird ja nicht vorkommen. Das wird vielleicht in einem Online-Modus vorkommen. Aber ich glaube hier mit CPU, glaube ich nicht. Ja, so ein bisschen hole ich wieder auf.
Oh Mann, Alter, das Ding lenkt einfach nicht. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Perfekt, perfekt. Das sieht doch sehr gut aus sogar. Jetzt kommt der letzte, die letzten 10% hier in der Wüste. Gucken, wie wir uns hier schlagen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon besser als der Dschungel. Ups, das muss ich mal neu machen. Ich glaube, das kann ich besser. Oh, ja. Okay, oder nicht. Fuck. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter zurück. Aber das will ich ein bisschen schöner hinbekommen. Hm, naja. Schön ist was anderes, aber egal. Hauptsache man kommt nicht gegen die Wand, das ist schon gut. Hier kommen halt wirklich nur um die Kurven, wenn man ein bisschen driftet, aber das, ja, kostet einmal so viel Zeit irgendwie. Es fühlt sich gar nicht so an, aber ich habe das, also man merkt schon, dass die anderen dann deutlich aufholen. Wo man schon das Gefühl hat, man kommt gut um die Kurve. Ist das, glaube ich, ein Trugschluss. Scheiße. Da muss ich auch nochmal ein bisschen früher abbremsen, glaube ich. Ist noch ein bisschen knapper hier die Kurve. Oh. Scheiße. Oh nein. Okay, das war dumm. Ich wollte nach hinten gucken, hab runtergeschaltet. Okay, doch. Also das können wir auf jeden Fall gewinnen, das ist schön. Da muss man das nicht nochmal irgendwann nur deswegen nochmal machen. Ja, und da haben wir auf jeden Fall schon mal eine der längsten Strecken zumindest. Ich weiß nicht, ob sie längst ist. Früher gab es... ja doch, ich glaube der Koloss war eigentlich mal die längste Strecke. Die ging meistens so komplett einmal um die Karte herum. Jetzt kriegen sie quasi durch die Karte durch. 15 Minuten fast, krass. Ja, guck mal, also innerhalb von 7 Sekunden sind alle angekommen. Das ist schon krass. Wuhu! Ich meine nicht schlecht, Superstar. Du kannst jederzeit mit mir Rennen fahren. So, ja, da kriegen wir jetzt auch schöne Erfahrungspunkte für. Das war 2 Level. Ja, nice. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Stürmisches Wetter hier. Das sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Das ist eine coole Abendstimmung oder was auch immer das ist. Ah, doch, sieht schon ganz geil aus, ey. Man muss leider sagen, so ein paar technische Probleme hat das Spiel auf jeden Fall. Aber wenn es gut läuft und wenn alles, sag ich mal, also gerade Lichteffekt technisch und so stimmt, dann sieht das Spiel einfach echt sehr, sehr gut aus. Nur gut, genau, ich werde das Ganze hier erstmal beenden. Wir hatten jetzt eine lange Runde und ich werde aber dann beim nächsten Mal direkt hier weitermachen und gucken, was wir als nächstes machen können. Genau, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haut rein. Bis dahin. Hier steht eine komplett